Schläger ist nicht cool. Okay, nochmal ganz kurz ein bisschen weglocken. So, schnappst du dir, los. Hoppi hoppi. Das war jetzt nicht so gut. Ist einfach drüber weggeworfen. So. Ui. Okay, Waffe ist kaputt. Das ist nicht gut. Schnell dran vorbei. So, tut mir leid, dass wir es jetzt erstmal auf dem Wege kurz machen müssen. Rums die Bums. Mal gutes Essen. Okay, ich muss eine andere Waffe ansetzen. Das. Was wollen wir es denn? Das wollen wir haben. Zack. So, wir können ihn so ein bisschen triggern. Weil ich will, dass er halt diesen Schrei macht. Genau den. Huh, okay. Ja, und das ist, was ich halt meine, ne? Irgendwie, wenn ihr jetzt irgendeine Zahl aufploppen seht, wie die 800 von 2500, wie gesagt, ich habe das schon mit Benny mal ein bisschen gespielt vor Ewigkeiten und, ja. Die Statistik kannst du leider halt nicht löschen, die ist halt drin. Aber es macht auch nichts, finde ich. So, okay, hier haben wir das letzte Autoersatzteil, was wir uns nehmen müssen. Und wir könnten tatsächlich hier vorne nochmal schauen, weil ich weiß gar nicht, ob das da vorne nicht auch ein Sunny-Fahrzeug ist mit so einer Tasche. Wir schauen mal kurz. So, wenn die ständig alle mal angeschissen kommen würden hier. Ja, na komm mal her, mein Kleiner, komm mal her. In your face! Also die Waffe ist schon echt mega geil. Aber ich muss halt wirklich aufpassen, dass ich die nicht zu häufig benutze, weil ansonsten ist sie halt auch platt, ne? Also am Anfang wirklich viel mit Tritten arbeiten. Oh, und schön. Überblick, Überblick. So, liegen bleiben. Ausdauer wieder ein bisschen aufladen. Und dann gibt's ihm ein paar. Okay, gut, 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 gut. So, okay, schauen wir uns noch mal hier kurz um. Ah, Stufe 2 wird benötigt, das ist blöd. Verbände. Verbände nehmen wir auf jeden Fall mit. Sanitätertasche, sehr gut. Damit können wir, wenn wir jetzt zurückkommen, sogar zwei Aufgaben auf einmal abfüllen. Und abgeben, das ist cool. Oh. Überall sind sie, überall. Okay, gut. Jetzt haben wir mal den Alarm erstmal ausgemacht. Wir müssen ja nicht unnötig mehr anlocken, als eh schon da sind. Okay, gut. Jetzt geht's zurück. So, okay. Hier in den Autos können wir, glaube ich, nicht noch mehr looten, leider. Das ist ein bisschen schade, aber so ist es halt. Okay. Auf zurück zum Rettungsschwimmerturm. So, Hank. Hier hast du die Autoersatzteile. Oh, great job. Nice. Now just give me a sec and I'll get this bitch running. Cool. Aufstieg. Sehr, sehr gut. Okay. Und wir können hier hinten bei Jack auch die Sanitätertasche abgeben. You just saved a lot of lives, mate. You may have even saved Anne's. Thank you. Alles klar. Geht's dir gut? Oh, schwere Sichel. Das ist sehr cool. Das ist genau die Waffe, die wir brauchen. Also, jetzt nicht direkt die Sichel, aber eine Sichel eben, ne? Eine scharfe Waffe. So, wir können auch wieder einen Fähigkeitspunkt vergeben. Und da würde ich gleich sagen, wir setzen weiterhin erstmal auf die Haltbarkeit der Waffen. So. So, die Mülleimer und Schränke, die refreshen sich ab einer gewissen Distanz immer wieder neu, was ganz gut ist. So, okay. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel mal reinschauen und beim Modifizieren, das würde auch noch nicht gehen, Upgrade.
Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte eine Waffe upgraden, dann muss ich die natürlich erstmal reparieren für 24 Dinger. Boah, teuer. Das Upgrade ist tatsächlich recht teuer. Und am Anfang weiß ich auch gar nicht, ob das so viel Sinn macht. Der Wert ist jetzt natürlich nicht so stark, so doll, deswegen können wir den Spaß uns jetzt mal machen, damit wir das mal sehen. Upgraden, bitte. Und hier sehen wir halt immer, steigt um so und so viel. Ne? Haltbarkeit, Wucht und die SPS steigen dadurch. Das können wir viermal machen. Also wir können es dreimal machen, damit wir es auf vier hoch geupgradet haben. Und wenn wir es jetzt noch modifizieren könnten, wenn wir den nötigen Bauplan hätten, hätten wir schon eine sehr, sehr effektive und sehr, sehr mächtige Waffe. Auf jeden Fall für den Anfang. Ne? Haben wir aber nicht. Also müssen wir natürlich ein bisschen weiter schauen. So, Hank. Achso, Hank muss noch ein bisschen basteln. Wa? Noch haben wir die Karre nicht. Hm, schade. Schade. So, dann lass uns gucken, was wir machen können. So, was wären die Verlorenen? Suche Maggie. Für Steam. Ach komm, für Steam machen wir das. So. Das war das Ding, was, glaube ich, ein bisschen weiter weg ist, ne? So. Da. Na nü? Suche Maggie. Ja. Diamond Bungalows. Können wir noch machen? Besorge Jamie die Halskette Bungalows 6 in Bezug Silver. Ich weiß jetzt gar nicht, was wirklich näher dran ist. Irgendwie. Hole Benzin von der Tanke. Ach ja. Reden mit Mike. Ich weiß gar nicht, haben wir da oben ein Auto eventuell? Wir können auch mal gerne zur Tankstelle laufen. Laufen wir mal zur Tanke. Komm, wir laufen zur Tanke. Ja, kennt ja jeder von uns. Hat ja jeder bestimmt schon mal gemacht irgendwann in der Nacht. Auf jeden Fall die Raucher. Könnte ich meine Hand für ins Feuer legen, irgendwie, dass wahrscheinlich jeder Raucher, der das Video gerade sieht, schon mal irgendwann nachts oder abends oder tagsüber zur Tanke wegen Kippen gelaufen ist. Also ich bin es auf jeden Fall. Damals, als ich neu geraucht habe. Millionen her. So, okay. Die Tankstelle ist ein bisschen weiter weg, glaube ich. Schauen wir mal. Das ist überhaupt Zeitung schlagen. Jetzt mal Control Manic. Okay. Denn es ist das. Na, es geht 200 Meter. Wir probieren es mal. Ich glaube, wir finden an der Tankstelle auch ein Auto. Ja, doof ist halt natürlich, dass sich halt auch die Zombies wieder refreshen. Nicht nur die tollen Sachen, nur die schlechten auch. Aber es bringt halt alles irgendwie XP, von daher ist es auch nicht verkehrt. Ist auch eigentlich manchmal ganz gut, wenn man die halt einfach so links liegen lässt. Und einfach sein Ding macht. So. Ansonsten kommst du wirklich halt vom Tausendstel, also vom Hundertstel ins Tausendstel und dann kommst du überhaupt ja nicht weiter. So, zack, zack. Oh, hier brennt es ein bisschen. Oh, Typ. Was ist los? Hat er mich schon gekriegt. Der Penner. Wumms. Okay, wir schauen mal ganz kurz. Hier bei den Bungalows. Ich glaube, da können wir sogar eine Quest machen. So. Dankeschön. Ja, genau. Help me, please. Jessica, was ist los? Okay, wir müssen natürlich erstmal das Auto wegfahren. Und hier auf Banoi ist das Steuer auf der rechten Seite. Also sag gleich, ich spiele mit Maus und Tastatur. Autofahren ist echt ein Krampf. Autofahren ist echt ein Krampf. So, da bin ich doch schon. Please, my husband. He's bleeding. Can you help us? Ja, We need help. Ja, ich glaube, es sieht nicht gut aus am Roger. Ich glaube, es ist schlecht. Wollen wir die Tür einfach zumachen und dann ist gut? Jessica? Hm? Jessica? Okay, Roger, was denn? Was ist denn los? Ich bin doch schon da. Name's Roger, Brothers. And this is my wife, Jess. We were driving like a bat out of hell. When I saw that broke down car, part of me said, forget about it. But I couldn't do that and live with myself. So we stopped to see if we could help.
The driver must have been in shock or something, because he threw himself at us like a crazy guy. I had to kill him. But this was self-defense. I was protecting myself. You gotta believe me. But you know what? He took a bite out of me, man. Shit. I think I got whatever he had. Rabies. I don't know. Fuck. Watch out, Global. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Ich will ehrlich sein. If I start to lose it, I don't want to bloody hurt her. Ja, bringe Rogers Ehemann Jessica zu James im Leuchtturm. I'll see what I can do. Hey, man. Thanks. Should take her to the lighthouse. My brother James should be there. Der Leuchtturm ist, bin ich der Meinung, ein Flüchtlingslager, genau wie der Rettungsschwimmerturm. Und ich bringe natürlich Jessica hin. So, aber das werden wir auch mit dem Auto machen. So, vorher schnappen wir uns natürlich noch ein paar gute Sachen wie Wasser und so. Eine Halskette, die nehmen wir mit. Cash nehmen wir mit. Und Metallschrott. So, was haben wir hier noch? Alkohol. Das lassen wir natürlich auch nicht liegen. So, hier vorne haben wir noch einen Schrank. So, machen wir lieber aus. Sehen wir ein bisschen mehr. Nochmal Alkohol. Und nochmal Alkohol. Sehr gut. Holzbrett ist mir wurscht. Ah, Roger. Sorry, sorry, Kumpel, Alter. So, okay, Jessica. Dann schwing mal deine Hüften, meine Kleine. So, wir fahren natürlich hin, weil der Leuchtturm ist recht weit weg. Boah, was ist mit dem Hals los? Ja, oh, also, tageslich sehen die echt alle fertig aus, irgendwie. Muss man leider wirklich so sagen. So, okay. So, wie gesagt, falls ich jetzt hier überall liegen ballere, seht's mir nach. Es ist wirklich über Maus und Tastatur echt bucklig zu fahren. So, die Maus ist tatsächlich nur fürs Umsehen da. Da geht die Arme, Motherfucker! Und natürlich geht unser Auto auch irgendwann, glaube ich, kaputt. Ich weiß gar nicht, ob man es reparieren kann in dem Sinne. So, okay, hier geht's hoch zum Leuchtturm. Aber wir haben natürlich auch ein paar schöne, wir kriegen ein paar schöne XP hier. Für das lustige Überfahren. Von Toten. Digitalen Toten. So, und hier oben befindet sich der Leuchtturm. Ebenfalls ein Sanktuarium für andere. Ja, hi. There are people living in the lighthouse? The people living in the lighthouse? Ja, es sieht so aus. Es sieht so aus. Jessica. So. Thank you. Can you check on my husband? Das Schlimme ist, ich weiß ja schon, was mit ihm ist. Also, das wissen wir jetzt alle, wenn wir zurückkommen. Irgendwie ist der Husband halt nicht mehr der Husband. Das ist halt nicht mehr der nette Roger von vorhin. Na gut, aber komm, wir fahren runter. Wir machen die extra Meile. So, können wir vorher nochmal hier ganz kurz zu dem Händler. Oh, die ist natürlich schon nicht schlecht. So, für 85. Jetzt haben wir natürlich auch gerade die andere ein bisschen aufgepimpt. Was haben wir denn noch? Ein behinderndes Eigenbaumachete. Oder behindernde Eigenbaumachete. Aber komm, wisst ihr was? Ah, benötigte Stufe 5. Wir sind, glaube ich, Stufe 4. Wisst ihr was? Die kaufen wir. Die kaufen wir. Das machen wir. So, verkaufen. Wir haben jetzt SPS von 100. Ja, komm. Also das, ich würde sagen, das schwache Eigenbaumesser, SPS 30 verkaufen wir. Das verkaufen wir auch. 38 damit. Hier gewinnen wir hier keinen Blumentopf mehr. Das werden wir verkaufen. So, okay. Cool. I can't believe you're alive. When we left Sinemoy, you looked like... Jesus. Wir kommen nachher hier nochmal her, deswegen werde ich jetzt hier erstmal gar nicht so viel so mit den Leuten quatschen irgendwie, weil ansonsten kommst du halt einfach gar nicht vorwärts hier irgendwie. So, ich düse erstmal wieder los, Männer. Macht's gut, bis nachher. Jessica, ich guck mal nach Rotsch. Ne? So, wir können natürlich, weil die Tankstelle ist hier eigentlich auch relativ weit vorne, wir könnten auch vorher mal hier erstmal in die Tankstelle fahren, uns ein bisschen Benzin holen und auf den Rückweg nach Rotscher sehen. Das können wir natürlich auch machen. Dann würden wir tatsächlich ein bisschen effektiver
zwei Aufgaben mit einmal machen. Ich denke, das sollten wir tun. Wer bist du? Wunderbare Straße! So, warte mal, kann ich hier vorne? Lebst du noch? Nein. Bin immer so ein bisschen geierig irgendwie, wie Benny wahrscheinlich, wenn er Loot sieht, wenn ich hier so Kisten und Koffer sehe. Ja? Die voll mit Geld sind. Heimgeld. Die alles haben. Jawohl, hier ist alles voll. Schöne Ding. Das ist so eine arme Reisetruppe hier gerade angekommen, weil wir so Klassenfahrt oder so eine Scheiße, weißt du? Hier gerade angekommen mit Rainbow Tours oder sowas. Ach, ey. Nicht zu beneiden. So, die neue Smack-Tankstelle da vorne, da fahren wir hin. Das ist unser Ziel, da wollen wir hin. So. Rein mit uns. So, da ist er. Da ist er. Hier haben wir sie. Na, wo kommen sie? Wo sind sie? Da vorne sind sie. Schnauze. Das Gute ist natürlich halt, wenn wir halt am Anfang relativ viele Zombies halt auf diese Art und Weise erledigen können, ist das ganz gut. Wir kriegen zwar ein bisschen weniger XP, aber es ist doch um einiges sicherer. Schöner Motor, wie ich so höre. Gluckernd. Wer bist denn du? Das ist der Nachtschalter von der Tanke. Oh, hier komme ich gar nicht raus. Dachte, hier kann ich schön wegfahren. Muss mal irgendwie das Auto so hinstellen, dass es halt so ein bisschen Fluchtwagencharakter hat und kann ich erstmal irgendwie mit einer 28-Punkt-Wendung irgendwie mich von der Tanke wegbewegen muss. So, Kumpel, was ist los? Hey, hey, you! Go over to the door! Satis. Give me a sec to open it. Okay. So, mach zu. Na, Satis, danke für drin lassen. Dann Mark. Sorry, ja? The pumps ain't working. Power's out, the generator's in the warehouse next door. Okay. Unfortunately, the front entrance is blocked. You know, maybe there's another way in. See, try the roof. That might work. Head out the back so they don't see you. And take some canisters with. Okay, wir müssen also übers Dach. Turn on the power and refuel those canisters. Now that we're here, we're not moving anywhere. It's too friggin' dangerous out there. Okay. Okay, alles klar. Also wir müssen den Strom anschalten und übers Dach rennen. So, und das sind diese leeren Kanister, ne? Was ich vorhin meinte, ne? Wenn du die in der Hand hast irgendwie, dann hast du keine Waffenbenutzung, kannst nicht rennen, ist ganz schlecht. Ganz schlecht. So, du bleibst bitte liegen. Dankeschön. Okay, da oben kommen wir hoch. Können wir hier das Tor öffnen? Ja, können wir. Sehr gut. So kommen wir nachher auf jeden Fall auf der anderen Seite rein. Das ist sehr schön. So, hier haben wir noch ein paar Kisten. Ah, okay, hier können wir uns quasi runterfallen lassen. So, dann würde ich sagen, lass uns mal rinspringen. Hallo! Ah, natürlich, ein Schläger. Wie schön. Ich freue mich. Scheiße. So, komm. Erstmal schnell die Blockade hier wegmachen irgendwie. Dann haben wir einfach mal vielleicht ein bisschen besseres Kampfgebiet. Oh ja, hier. Hallo. Das will ich haben. Komm her, mein Großer. So, wir haben noch die Option. Holla, holla. Oh ja, oh, jetzt haben wir eine Kohle gekriegt hier. Uha. Wir haben noch die Option, sage ich mal, gerade mit schön scharfen Waffen, ein paar Körperteile abzutrennen. Um da halt einfach ein bisschen, ich sage mal, uns. Nein! Ah. Oh, nee, ich bin fast am Arsch. Schnell! Muss man hier zurück. Hallo. Kümmer du dich drum. So, wie sieht's denn aus? Warte mal, hier kriegt doch. Für einen Sportpreis kann ich mir mal einen Energy Drink holen hier. $6, glaube ich, Spinne. Hätte man einen Kaffee holen können. $5. So, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er denn? Ist gleich zurückmarschiert. Oh, das ist aber auch nicht von ihm. Dankeschön. So, zermatcht. Wunderbar. So muss das laufen. Haben wir noch mal Schwein gehabt?
So. Hallo, meine hübsche Tote. Tschüss, meine hübsche Tote. Zack, okay, damit ist... Das klingt komisch. Ich hätte jetzt auch fast gedacht, dass die Garage jetzt sauber ist. Wieder, so, gereinigt. So, okay, hier können wir die Stromzufuhr wieder anschalten. So, und jetzt können wir uns die Kanister aus der Tanke holen und können die auffüllen. So, und hier haben wir natürlich ja, Stufe 3, das ist ja wirklich das ist ziemlich weit weg noch. So, okay. Gut, dann lass uns doch mal hier. Okay, jetzt kommen sie aber auch alle hier angeschissen. Now you die. So, jetzt müssen wir... Oha, okay. So. Jetzt haben wir tatsächlich nur Glück gehabt, irgendwie, dass die Waffe, die wir haben, echt gut ist. Ah, ja, ja, ja. Schön mal noch den Blick auf die Lebensanzeige. Jede Kuh. Tschüssikowski. So, man muss dazu sagen, dass dieses Spiel tatsächlich von den Feinden her dynamisch aufgebaut ist. Das heißt, die leveln mit uns mit. Ja, also es wird jetzt nicht automatisch einfach nur einfacher für uns. So, okay, wir müssen erstmal schnell den Kanister abfüllen. Von daher ist es halt immer so ein ja, ich sag mal, so eine falsche, trügerische Sicherheit irgendwie, wenn wir mal eine stärkere Waffe bekommen. Ne, weil halt dann auch die Feinde irgendwann sehr, sehr schnell ebenfalls stärker werden. So, okay. Stellen wir die da hin. 4 Kanister brauchen wir. Hallo? Achso, hier kann ich gar keinen nehmen, oder was? So, warte mal, hier vorne ist noch ein Energy Drink. Den nehme ich noch schnell. Knister, knister. Knistert wirklich so schön, wenn ich den trinke. Ja. Ja, that's it, my friend. That's it. Warum? Nimm die doch bitte. Warum nimmt er die denn nicht? Ohne Benzin von der Tankstelle, um die Leichen zu verbrennen. Bringe den Kanister. Okay, es geht also um einen Kanister. Na gut, dann haben wir das jetzt erstmal und wir haben den einen Kanister. Das ist schade, weil wir brauchen nachher tatsächlich, glaube ich, 3 oder 4 Kanister von der Tankstelle. Hätte man jetzt auch machen können. Schade eigentlich. Na gut, egal. Wir fahren los. Auf zu Mike. Aber vorher noch mal einen kleinen Abstecher bei Roger. So, wir sind kurz vor einem Levelaufstieg. Das finde ich gut. So, lass mich mal kurz überlegen. Wo war das? Ich glaube, wir müssen noch ein klein bisschen weiterfahren. Das ist einfach. Ich glaube, hier vorne war das mit Roger. Ja, ich glaube, hier ist das. So. Also die Karre klingt schon echt fett, wenn die so ausgeht. Fette Blubbern vom Motor. Das ist schon cool. Das ist schon wirklich gut. So, okay. Lass uns mal schauen. Okay, Rog. Ich hab Jessica Wick abgeliefert. Wie geht's dir so? Ja, scheiße. Roger geht's nicht gut. Sorry, okay. Kumpel. Einfach sorry, Mann. Okay. Gut. Na dann, auf zum Auto, auf zum Rettungsschwimmerturm. Ach, verdammt. Jedes Mal will ich links einsteigen, verdammte Axt. So, okay. Wie gesagt, im Auto ist man tatsächlich etwas relativ sicher, ne? Relativ. Kommt immer so ein bisschen nur auf die Feinde drauf an. Es gibt natürlich nachher auch sehr, sehr starke Gegner. Die hauen nicht, glaube ich, so. Also, die machen sofort ein Auto, glaube ich, kaputt. So war das. Aber so die Standardgegner hier, die sind tatsächlich recht angenehm, mit einem Auto Platz zu machen. So, Mikey Mike. Ich hab da nochmal schön mitgebracht. Lass uns doch mal ein kleines Feuerchen machen. Hurry it up. Hurry it up. So, rede mit Mike. Hey, thank you. This should do it. By the way, I'm Mike. I got the bodies piled up outside. Guess we better do this. All right.
muss so stinken, ey. So, und wir bekommen etwas von Mike oben. Der steht jetzt nämlich oben. Und der hat jetzt ein ziemlich cooles Feature für uns. Und zwar macht er aus Alkohol Molotow-Cocktails. So, immer für, ich glaube, 5 Stück oder so müssen wir bei ihm abgeben. Und dann gibt er uns einen Molotow-Cocktail dafür. I'm your guy. Bricks and baseball bats can only take you so far. Torch them. They burn real easy. Get yourselves a couple of Molotov cocktails and you can burn up a whole mob of those motherfuckers. You bring me a couple and I can make you a few cocktails, if you catch my drift. Okay. Das ist jetzt so eine ständig wiederkehrende Quest bei ihm, tatsächlich. Some empty whiskey bottles, vodka, whatever. So you wanna burn those bastards or what? Yeah, I want. Good. I'm gonna need some empty whiskey bottles, vodka, whatever. There should be some around here. Habe ich noch welche? Nee, hab ich jetzt nicht mehr. Die findet man natürlich sehr oft an irgendwelchen Bars oder so, ne? Also immer ein Abstecher wert. So, jetzt können wir hier nochmal runtergehen. Und schauen, da unten ist noch eine Quest für uns bereit. Vielleicht von Hank, vielleicht ist das Auto wird jetzt fertig sein, oder? Nee, doch nicht. Wir gucken mal. Irgendjemand will hier etwas von uns. Na, Janine. Was denn nun? Ist da noch was dazu, außer deiner Kette? Willst du noch irgendwie eine Armbanduhr noch mit haben oder was? Ah, man, Maggie was right. Janine, was ist los? This is it. Oh, wir haben schon. Oh, thank you so much. Ja, nicht gemerkt. Na, jetzt Kette, den nehmen wir mit. Here's the reward I promised. Thank you. Okay, cool. Alles klar. Das ist zwar nicht so gut, aber nehmen wir natürlich noch mit. Denkt erstmal, hat die echt einen MP3-Player noch so am Arm. Schon geil. Wie gesagt, das Spiel ist schon ein bisschen betagter irgendwie, aber es ist. Es macht sehr viel Spaß. Es macht wirklich sehr viel Spaß. So, wir haben eine Fertigkeit, die wir freischalten können. Und ich sehe schon Nummer 3 von Haltbarkeit. 30% länger. Das ist das, was wir wollen. Punkt. So, ich guck mal ganz kurz. Wir können jetzt auch die Machete benutzen. So, ausrüsten. Und zwar hier. Dankeschön. So, wir haben jetzt auch einen zusätzlichen Slot und den Molotow-Cocktail-Slot hier oben freigeschaltet. Sehr, sehr cool. So, ich benutze aber trotzdem erstmal noch das Messer, was die 100 SPS hat. So, okay. Zack. Gut. Ich würde sagen, wir schauen mal kurz auf die Karte. Lucrake, Kim und Ann Snyder. Ich glaube, wir werden hier mal einen Abstecher hinmachen. So. Okay. Also 600 Meter war mir jetzt schon ein bisschen weit weg jetzt hier irgendwie. Da, wir kommen noch früh genug dahin. Da hängt auf jeden Fall einer der wirklich, wirklich nervigen Charaktere ab. So, okay. Zack. Okay, cool, Hammer. Haben wir auch. Bisschen was zum Looten ist immer gut. So, finden wir hier vielleicht ein bisschen Alkohol? Nee, aber den Barkeeper. Anyone can hear me, but if you can, I'm all alone in a bunker on the Cape.